Ja, es ist schön, mal wieder in einer ausverkauften Halle zu spielen. Geht's euch noch gut? Ja. Ich sehe, dass ich das nicht ändere. Thank you.
Jetzt kann ich euch ja auch erzählen, wie ich den Martin kennengelernt habe. Ich weiß es noch. Wir waren nämlich mit unserer International Guitar Night Tour auch unterwegs, hatten ein Konzert in Berlin und ich hatte irgendeine Gitarre, wo sich ein Bundstab löste. Ich hatte kein Werkzeug dabei. Dann hat man mich zu dir in den Laden geschickt und du hattest Sekundenkleber und hast mir das repariert und damit die Tour gerettet. Und Vanetzka ist nicht das Stück, nee, ist auf jeden Fall nicht eine heiße Latino-Braut, sondern eine Gemüsesuppe, die ähnlich aufgebaut ist wie dieses Stück. Thank you.
viele Töne in relativ kurzer Zeit. Und es geht auch mit ganz wenigen Tönen. Dies ist eine Art von Abschiedsstück für meinen allergrößten Fan. Sie starb mit 75 und das war meine Mutter.
Martin. Ja, bitte. Da lacht mich so ein Bier an. Ja. Aus der Flasche oder? Aus der Flasche, ja. Super, vielen Dank. Na gerne. Auf dem Boden oder hier wird es auch ganz gut gehen. Ich habe ja gerade schon erzählt, wie ich den Martin kennengelernt habe. Und eine dieser Touren, wie gesagt, International Guitar Night. Und das findet eigentlich jedes Jahr statt. Jedes Jahr im November. Auch in der Nähe von Berlin, nämlich in Spandau. Ich habe gehört, Spandau ist nicht Berlin, oder? Doch, doch. Inzwischen? Ja, ja. Okay. Wir wünschen, dass wir wundern, nämlich. Und öfter mal war ich auch mit Musikern da unterwegs aus Afrika oder Südafrika oder Madagaskar ein paar Mal. Und wenn man dann so mit diesen Jungs 3 Wochen rumhängt, nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne und im Hotel und beim Frühstück und im Tourbus, dann bleibt das nicht aus, dass man sich gegenseitig irgendwie beeinflusst. Das ist eigentlich immer dann der Fall bei mir, wenn die Musik rhythmisch sehr prägnant ist. Und das ist bei den Afrikanern, die haben so einen ganz eigenständigen, erdigen Rhythmus, fand ich immer faszinierend. Das nächste Stück ist ein bisschen beeinflusst, nicht nur von afrikanischen Rhythmen, hat natürlich auch alle anderen möglichen Rhythmen, aber es geht so. Thank you.
mal überlegen, wo ich mein Kabel lassen habe. Hatte ich doch vorhin vor. Ah ja. Ich möchte euch auch ein paar kurze Stücke vorspielen. Ich habe ja eine ganze Reihe von Miniaturen geschrieben, die sich alle an irgendwelchen Kunstwerken orientieren. Die längsten davon sind ungefähr 2 Minuten. Es gibt aber auch ganz kurze, die sind zwischen 10 und 15 Sekunden. Ich spiele euch mal erstmal ein langes vor. Das geht zurück auf ein. Wir bewegen uns irgendwie gut 100 Jahre zurück in die Zeit des Impressionismus und es gibt so tolle französische Impressionisten, kennt ihr ja alle, Maler. Aber es gibt auch tolle Musiker aus der gleichen Zeit. Ravel, Debussy, die hatten alle ihre eigene Klangsprache und dieser Klangsprache habe ich mich ein bisschen bedient mit dem Stück Dream Dancer. Es gibt noch andere schöne Stücke. Ich habe jetzt ein bisschen Blackout. Spiele ich euch das andere vor. Ist auch noch ein Bild. Thank you.
Lässt mir aber keine Ruhe, vielleicht spiele ich es nachher dann. Wenn man einmal raus ist. Noch ein kurzes? Welches Bild haben wir denn gerade gemacht? The Blue Horizon. Das war ein Bild vom Meer und da ist eigentlich nicht viel drauf zu sehen. Ist ein Bild so blau in grau mit einem Strich in der Mitte. Und hier ein